Ganz einfach. Hell yeah. He was our mentor, man. That's too good for that bastard. What's on your mind? Yeah, don't worry about that. Just like Rio said. Just do what you gotta do. Yeah. Wieso hat der einen Sniper? Das ist das große Finale. Come on out, Salem. Very nice. You've done well, kids. There might be a place in my organization. Fuck you! Kill him! All of you! We had to piss him off. Wouldn't be any fun otherwise. Okay. Kick his ass. Hell yeah. Los geht's. Elite! Take him out now! Elite soldiers above! Wo sind sie denn? Everywhere! Just focus on the soldiers, then we can deal with Salem. Werf mal eine Granate dahin, aber das wird wohl nichts bringen. So. Da haben wir einen erwischt. Ah, shit. Wo ist er hin? Wo ist er? Wo bist du denn? Junge, Junge, Junge. Okay, take it easy. Ich rette dich schon, keine Sorge. Bam. So nicht, Leute. Ich sollte erstmal was in Deckung gehen. Da liegt er schon wieder da. Ach, du nervst, Junge. Werf mal eine Granate darüber. So. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? So. Da ist noch einer. Den haben wir auch. Und den haben wir auch. You know, I should have taken Rios's good leg. Hindsight. Scheiße. Wo ist er? Wo ist er? Ich bleib mal lieber bei unserem Kollegen. Weil der ist im Moment ein bisschen anfälliger als wir. Und da muss das ja nicht sein, ne? Okay. Den haben wir auch platt gemacht. Den auch. So. Wo ist er? You see Salem anywhere? No. Bastard probably ran again. You hear that? Ich krieg mal auch noch, Junge. Komm, wir gehen mal in Deckung. Und jetzt halten wir drauf. Einfach draufhalten.
Er kann uns ja nichts. Einfach mal draufhalten. Sauber. Und weiter drauf. Okay, okay, okay. Entdeckung gehen, schnell. Auf Wiedersehen. No, you're not going anywhere. You managed to even make Rios hate you, you evil sack of shit. That's not how this is supposed to go down. It's up to you, brother. Ich hätte ihn erschossen. You should have killed me. You think prison can hold me? Oh, don't worry, Salem. I hear there's a special prison for people just like you. Yeah, you'll see the sun in 20 or 30 years. Man, you ready to get out of here? Yeah. Let's go. Receiving an update from Mexican Special Forces, who conducted a raid on the compound of the cartel known as La Guadaña. We have confirmed reports the cartel leader, Esteban Bautista, has been killed in his home. The ultimate impact of these events remains unclear, but one thing is certain. The people of La Puerta have something they haven't had in a long time. Hope. Stay still. We'll be there soon. I guess we're heroes. So what's next? We bury Fiona. We take some well-earned time off. And then we come back. We sign up for the next mission. You guys are fucking crazy. Damn right. Thank you.
So, meine Freunde, das war's mit dem Let's Play Army of Two The Devil's Cartel für die Xbox. Das Ende sagt ja auch nicht wirklich viel aus. Also ich gehe mal davon aus, da wird dann irgendwann gleich in den nächsten 1-2 Jahre wird bestimmt eine Fortsetzung kommen, weil ja, wie gesagt, ich hätte Salem erschossen, ganz ehrlich, und dann wäre das Ding geritzt gewesen. Aber ich habe das Gefühl, der kommt da eventuell noch raus und hast nicht gesehen. Aber wie gesagt, das werden wir dann wohl beim nächsten Mal sehen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie hat euch das Spiel so gefallen? Oder was hat euch nicht gefallen? Ja, das würde mich einfach mal interessieren. Mal davon abgesehen, es ist ja jetzt, glaube ich, dritte Teil, glaube ich, von der Army of Two Serie-Reihe. Und ich muss sagen, der erste war damals wesentlich besser. Alles neu, etc. und so. Und der Teil hier, aber das hatte ich damals schon in dem Let's Play gesagt, als ich das angefangen habe, ist eigentlich nur noch müdes Draufgeballere und so. Und alleine macht es eigentlich relativ wenig Spaß. Es sei denn, man ist ein Achievement-Junkie und möchte hier alles schaffen, etc. pp. Und hast du nicht gesehen. Im Koop, muss ich dazu sagen, ist es nicht schlecht. Da rate ich aber dann wirklich auch nur mit Freunden zu spielen, damit ihr euch unterhalten könnt. Und weil taktikmäßig braucht ihr da eigentlich nicht wirklich viel. Es sei denn, ihr spielt wirklich auf hart oder so. Aber das ist da eine andere Sache. So, in diesem Sinne, ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus, bis dann. If you reset the game console, then that's right. It's double or nothing. They fire.